Na gut, Freunde der Spiegeltour, wir fangen jetzt an mit Total War Warhammer 3. Ich habe die Aufnahme auch gestartet. Wir machen eine neue Kampagne mit dem Chaosprinzen nach einem kurzen Voting in Twitch. Wir starten neue Kampagne, kommt eine kleine Sequenz, die will ich gerne mit dem Video haben. Und dann wählen wir unsere Fraktion aus. This world has been sundered by a tide of arcane energy. The winds of magic turned into a maelstrom. The Tome of Fate drew me north to find out why. It guided me to a distant fortress steeped in blood. A battle was fought there. Though long over, the spirits still lingered. In the shadow of a broken portal, the trail ended. It was here the Tome conversed with the dead. They told of Ursan, the bear god of Kislev, lost in darkness. A noble prince ventured to save him, yet he strayed from the path and was corrupted by chaos. Savior became executioner. A single shot, bound in faith forsaken, pierced Ursan's heart. And so the bear god roared. The tide that broke the world. Spirits, where lies Ursan now? Is he here in the north? Is he alive? Wounded and dying. Imprisoned in shadow. What shadow? A demon's? A master of the dark. I knew who shackled the bear. Bellacor. Only a fool would challenge Bellacor. And yet, the power of a dying god, there is no greater prize. A mere drop of Ursan's blood would break my curse, ending my servitude to this accursed book. Free to profit from its secrets. But Ursan is locked in the Forge of Souls, deep in the realm of chaos. And I cannot enter this nightmarish domain. All routes have been sealed by the maelstrom. There must be a way. Ah, the Tome unveils a spell to summon a portal. One to bypass the maelstrom and create a door into chaos. Knowledge to bargain, for I need an ally. One who is tempted by the power of the God-Bear, and can withstand the horrors within. Ich finde, die haben sich bei den Sequenzen nochmal ein bisschen gesteigert, im Vergleich zu den DLCs zu Warhammer 2 und Warhammer 2 generell. Sie sind viel stimmiger nochmal geworden. So, es wurde ja gewählt, die Chaosdämonen zu wählen, von einem anderen zu einer entsetzlichen Tat getrieben, hat sich der Ungol-Prinz im Austausch für verheerende Segnungen aller Chaosgötter und den Aufstieg in den Dämonenstand komplett aufgegeben. Der neu ernannte Dämonenprinz legt seine sterbliche Form ab und nimmt eine sich ständig verändernde Gestalt an, die seinen neuen Schutzherren besser gefällt, welche weiter um seine geschundene Seele kämpfen. Nun ist es das Schicksal des Dämonenprinzen, die Legion des ungeteilten Chaos zu befehlen und mit ihnen zusammen ewigen Krieg gegen ganze Nationen und unsterbliche Widersacher zu führen, um seine schreckliche Rache an Herrschern und selbst Göttern zu üben. Wird er das Mal eines einzigen Meisters für sich beanspruchen oder einen Weg einschlagen, der ihn zu uneingeschränkter Macht führt, die selbst die dunklen Mächte nur schwer kontrollieren und für sich nutzen können?
Dämonengeschenk rüste Körperteile und Waffen aus, die euch von den Göttern des Chaos geschenkt wurden, um eure euren Dämonenprinzen anzupassen. Dämonischer Ruhm, widmet eure Glory den vier Göttern des Chaos, um von ihnen Gaben in Form von Dämonengeschenken und Einheiten zu bekommen. This world will burn. Wir machen das klassisch. Wobei legendär. Es bleibt bei sehr schwer. Einst war der Dämonenprinz ein Sterblicher, doch nun ist er ein bemerkenswerter und starker Diener der Mächte der Verderbnis. Ihre Gunst verdient es, er sich in Schlachten durch Akte der gewaltsamen Glory, und so wächst und mutiert er zu einem Wesen von gottgleicher Stärke, das auf ewig an die Launen seiner dunklen Schutzherren gebunden ist. Das sind die Zugriffe auf die unterschiedlichen Gaben. Dann sehen wir auf der Karte starten. Wer sich wundert, gibt es keine große Kampagnenkarte. Doch, die wird noch kommen, die wird nachgepatcht. So wie es halt auch bei dem zweiten Teil waren. Der böse Chaos-Dämon Lothar. Gleich sehr schwer, na dann. Ich spiele doch immer auf sehr schwer. So, alles cool. Der Gottestöter ist in das Reich der Sterblichen zurückgekehrt. Er wird nie mehr derselbe sein. Nun umkreisen ihn die dunklen Mächte wie Todesgeier, die um ihren Preis wetteifern, diesen Dämonenprinzen zu ihrem Diener zu machen. Solange bieten sie ihm Geschenke und eigene Diener an, und er baut eine Armee auf, die keinem einzelnen Gott dient, eine Legion des Chaos. Doch obwohl er von den dunklen Mächten umworben wird, winkt eine wertvolle Beute in den Reichen des Chaos. Ich muss nicht weit reisen, um den Dämonenprinzen zu finden und ihm ein Angebot zu unterbreiten. Er legt bereits den Grundstein einer neuen Festung, von der aus er seine Schreckenherrschaft ausüben wird. A new evil enters the world. A prince of Kislev, reborn a prince of darkness, a champion of the chaos gods. Kislev will fall. It will kneel before me, before chaos. You think too small for one so powerful. Have you forgotten, Seer? I killed Ursan. Why stop at Kislev when you can give chaos the world? No more twisted words. Wait! Ursan lives! You lie. Wounded and dying by your hand, but alive. The shadow has him still. Belakor will pay for his betrayal. The god bears power. It is yours for the taking. So take it. The realm of chaos cannot be entered. No one can cross the maelstrom. I can. I will guide you back to the Forge of Souls. All I require is one drop of Ursan's blood. Finish the job you started, mighty God Slayer. God Slayer. World Slayer. Ursan's power is mine. Ach, Gott sei Dank hat der Chat für mich einfach den schönsten ausgewählt. Der passt doch optisch zu mir. Unser Ziel ist klar. Der Dämonenprinz muss Ursuns Macht für sich beanspruchen, um zur Gottheit aufzusteigen. Wir haben einen Pakt, und ich werde ihn zu seinem Verlangen führen. Advise me, as my brother once did. Take me to the Chaos Realms, or suffer his fate. Dämonenprinz, Gottestöter.
Die Mächte der Verderbnis sehen zu und warten darauf, dass ihr eure Spuren in der Welt hinterlasst. Je tiefer die Narbe, umso leichter werdet ihr Bellacor Ursuns Überreste entreißen können. Etabliert zunächst eine Hauptstadt. Das verringert euren aktuellen Verschleiß. Eure neue Festung ist so gut wie fertig. Nehmt sie ein und widmet sie einem der Chaosgötter. Verweilt nicht, denn Eindringlinge nähern sich. Kolonisten aus dem Nordland wollen dieses unbezähmbare Land in der irrtümlichen Annahme besiedeln, dass es sie vor Invasionen aus dem Norden schützt. Löscht die leichtgläubigen Narren an ihrem Brückenkopf der Schwertbucht aus. Und dann bestraft ihr die Skellinger dafür, dass sie die Länder unter der Herrschaft des ungeteilten Chaos nicht verteidigt haben. Die anderen Stämme Norskas sollten in euer wachsendes Reich eingegliedert werden. Jenseits der Krallensee wartet fettere Beute. Das Imperium zum Greifen nah. Und hinter der gespaltenen Nation das sogenannte Mutterland, Kislev, das euch abwies und daher keine Wahl ließ, als seinen Gott zu töten. Der Anführer von Ursuns Kult, Kostaltin, will Vergeltung an euch üben. Tretet der Armee entgegen und erntet ihre armseligen Leben, um eure eigenen Rachegelüste zu befeuern. Während ihr eure Truppen sammelt, sind der Foliant des Schicksals über einen Rückweg ins Reich des Chaos nach. Eure Form ist noch immer wandelbar. Nutzt dies aus und führt die Legion des Chaos. Erst als Prinz, dann als König und endlich als Gott. Gott. Eindringlinge aus dem Imperium haben es gewagt, sich eurer Festung zu nähern. Vernichtet sie! Töte die Nordlands, Leute. Belohnung Ruhm für Korn und Ruhm für Nagel. Demon Prince. Die immerwährende Eröffnungsschlacht in Total War spielen. Demon Prince. Ach, hier ist das Menü ein bisschen anders. Die haben eh alle Menüs sind ein Tick anders für Übersichtlichkeit, dass man die Leute mal sieht, ne? Die Ausrüstungsplätze auch bei normalen Helden sind jetzt anders geführt, dass man halt Rüstung rüberziehen kann und nicht mehr nur Dropdown-Menüs hat, wie es ja in den alten Teilen überwiegend ist. Das hat sich alles so ein bisschen entschlackt. Übrigens im Prolog, den wir natürlich jetzt nicht gespielt haben vorher, da geht es nämlich darum, dass halt der Gott der Kislevianer, also von Kislev, getötet wurde. Das ist so ein Bärengott. Und dann ist man, sag ich mal, auf dem Weg, diesen, ja, das rauszufinden. Es ist Zeit für den Kampf. Bedenkt eure Optionen, denn der Feind ist nah. Und Blut wird zweifelsohne vergossen. Da habt ihr es aber ziemlich klein gehalten mit der ersten Schlacht. Automatik kostet nur Einheiten. Obwohl es inzwischen auch sehr gut aufgeschlüsselt ist, wie viele Einheiten man verliert. Aber wir wollen ja direkt in eine Schlacht reingehen. Auf sehr schwer sollte man eh jede Schlacht selbst spielen. Wer im Kampf durch wahre Größe brillieren will, muss vorher unerbittlich trainieren. Ruhe, wir müssen nicht trainieren. Wenn verbündete Kommandanten Schaden austeilen, erhaltet ihr Ruhmpunkte, mit denen ihr einen der folgenden Boni freischalten könnt, wird zufällig gewählt. Mal kurz ein bisschen durchgucken. Zerfleischertes Korn, Rüstungsdurchdringen, Infanterieabwehr, die Nörglinge. Wundervoll. Barbaren des Slaanesh, Infanterieabwehr, Fleischschild,
blauer Horror des Zentrch. Flammenattacken. Die rosa Horde. Barrierefähigkeit. Diese Einheit verfügt über eine Barriere, die so lange Schaden abfängt, bis sie erschöpft ist. Solange sie keinen Schaden erleidet, regeneriert sie sich allmählich. Schild. Jägerin der Slaanesh. Giftattacken sehr schnell. Peitsche Höhe. Ja, und die Chaos-Sonne, die kennen wir ja. Wobei, da haben sie auch anscheinend ein bisschen was an den Modellen verändert im Vergleich zu Warhammer 2. Das wird ja alles schnell gehen. So, den Ausfallumriss brauche ich nicht. Der ist zwar ganz schön für Übersicht, aber ich finde den ein bisschen nervig, wenn alles so grün eingeblendet wird. Mir reicht die Bodenauswahlgeschichte. Ich hatte nur meinen General zurückgezogen, weil er doch ein bisschen Schaden bekommt vom Helmut. Vom Helmut Herzinger. Der Sieg ist euer, mein Herr. Aber wie steht es um das Schicksal derjenigen, die in Kriegsgefangenschaft gerieten? Es kann vorteilhaft sein, sie festzusetzen. Doch manchmal lohnt sich Gnade oder Brutalität mehr.
Text passt aber leider nicht zu der, zu dem Gegner, also beziehungsweise zu meiner Fraktion, weil ich dir ja jemand opfer. Machen wir erstmal ungeteilter Ruhm. Die Chaosgötter schenken euch eine mächtige Festung, von der aus ihr die Welt mit Schrecken überziehen werdet. Wenn sich die dunklen Götter vereinen, müssen alle für die unverkennbare Herrlichkeit des ungeteilten Chaos leiden. So, okay, hier kann man theoretisch schon sehen, welche Einheiten ich freischalten kann und welche Gaben ich bekomme. Meine Güte. 3080. Und der Nachteil ist bei dem normalen Chaos. Ja. Er hat ja Zugriff auf noch mächtigere Dämonengeschenke und Einheiten der Chaosgötter. Dass ich hier oben keine Einheiten bekomme, wenn ich den Weg gehe. Demon Prince. Ich würde alle auf 3000 Ruhm bringen. Sobald man sich entscheidet, wird der Fortschritt der anderen vier Pfade komplett eingefroren, wo der ist. Ja, aber da musst du ja auch erstmal auf 3000 kommen in allen Regionen. Das ist ja auch nicht von gleich auf jetzt. Meister, ihr benötigt eine größere Dämonenarmee, wenn wir die Vorherrschaft über diese Region erlangen wollen. Join the Ruinous Crusade. I require further thralls. Chaos reigns. Ach, verdammt. Nach Auswahl der Widmung kann man auch nur die einen rekrutieren, für wen das gewidmet wurde. Da muss man auf jeden Fall in die Richtung gehen erstmal. Das ist hart. This world will burn. Wachstum, Zerstörung, Einkommen, Verlustverstärkungsrate, Hellenaktion verbessern. Welches Tote War für Anfänger am besten? Es gibt kein Tote War, was für Anfänger besonders gut ist. Tut mir leid, Kampagnenreichweite ist hier oben drin. Ihr wisst, dass Kampagnenreichweitenverbesserungen immer meine liebste Geschichte sind. A fresh tool of conquest. So, da ist sie abgeschlossen. Gleißender Horror bekommen. Dieser Charakter hat sich euch als mächtiger Verbündeter angeschlossen.
Fügt ihn eurer Armee hinzu. Ja, macht ja auch häufiger mal Sinn. Ach so, erst schließen. Ich denke schon, warum kann ich nicht bewegen? So, rein in der Armee und Kampftraining. Habe ich denn ausgehend schon mit irgendwem Krieg? Mit den Grünhäuten im Nordosten. Und natürlich mit der Bucht, so wie es halt am Anfang stand. Okay, jetzt habe ich den flammenden Leib schon freigeschaltet. Bedeutet das, dass ich den sofort benutzen kann? Ja. Oh, ich kann meinen Schwanz ändern. Der Traum aller Männer wird klar. Oder wahr. Namen Wolfgar, ich grüße dich. Demon Prince. Chaos incarnate. Crushing all. You are nothing. Living weapons of conquest. Wenn euer Reich gedeihen soll, müsst ihr eure Finanzen genauestens im Blick behalten. Gebt auf eure Schatzkammer Acht, denn wenn ihr euer derzeitiges Defizit nicht behebt, wird sie sich mit der Zeit vollständig leeren. Das wird schon. Supreme Champion. Kann ich überhaupt Diplomatie machen mit dem? Macht das überhaupt Sinn? Es hassen mich eh alle. Nö, nicht alle. You will soon have a taste for blood and skulls as I do. Your will. Bring war unceasing. Zum Beispiel mit meinen nördlichen Nachbarn kann ich in den Nicht-Angriffspakt direkt gehen. What? Always ready for a headbutting contest. Fine. Was erstmal okay ist. Dominate. Northmen come. Enter then. Are you after a drink, a fistfight, or both? The tribe consents. Alle anderen hassen mich. Okay, viel Garnison gibt's da nicht. Wenn es darum geht, welches Tote war am schwersten ist, würde ich sagen, dass Shogun 2 am schwersten war, weil die KI am besten gearbeitet hat. Eure Kontrolle über diese Region in Frage. Vernichtet sie und übernehmt die Siedlung. Demon Prince. Euer Militär ist mächtig, doch eure Ausgaben für seinen Unterhalt treiben euch in den Ruin. Ihr solltet erwägen, einige verringert die Ausgaben für den Einheitunterhalt auf unter 80% des Einkommens. Demon. Eure Krieger haben die Stadt erreicht und sind für die Schlacht bereit, mächtiger Fürst. Wägt dennoch eure... Solche Missionen gab es vorher nicht. 80% des Einkommens. Sie haben rechnen gelernt. Wirst du eigentlich Warhammer 40k 2 LP'en?
Welches Warhammer 40k? Du meinst das herausragende Warhammer 40k Marine 2. Das werde ich sehr wahrscheinlich spielen. Ich bin ein großer Fan vom ersten Teil gewesen. Eure Streitkräfte sind bereit, die Verteidigungen zu stürmen. Doch ich rate zur Vorsicht. Ihr steht einer verschanzten Armee gegenüber, die Zeit hatte, sich vorzubereiten. Seid auf! Es gibt jetzt Touren. Konstruierte Verteidigungsstellungen, das habe ich ja, das weiß ich ja. Man kann ja jetzt wieder Sachen positionieren, wo Leute sagen, oh, das ist total neu. Das gab es schon häufiger in Total War Spielen. Es kommt halt einfach wieder. Gibt halt mehrere Eroberungspositionen. Eure Soldaten sind für den Kampf bereit, mein Herr. Sie erwarten eure Befehle. Neu ist das für die Warhammer-Reihe, aber nicht für die Total War-Reihe. Mächten in die Schlacht, mein Herr. Geht sicher, sie auch zu nutzen. Zurück. Warum werden mir eigentlich nicht mehr die Gefahrenstufen angezeigt? Als Einblendung. Vor ein paar Tagen ging das noch. Die feindlichen Befestigungen einzunehmen. Sie könnten sich für uns als nützlich erweisen. Ne, I ist die Seiteninformation. Aber es geht eigentlich darum, es gibt ein Gefahrensymbol dafür, ob Gegner stärker oder schwächer sind, also ob man die kontert mit der Einheit. Das ist ja eigentlich die Anzeige, aber die scheinen vielleicht durch ein Patch das gerade kaputt gemacht zu haben. Dass das nicht mehr drin ist. Yeah.
Komm mal nach vorne, mein Freund. Ich will mit dir Magie einsetzen. Was kannst du schön? Das Blau ist voll, das Zentr. Der General hat die Flucht ergriffen, mein Herr. Was für ein trauriges. Gut, dass die Sache ja gleich gegessen. Sicher wird seine Armee ihm bald folgen. Stimmt, das könnte sein, dass es auch schwer nicht mehr existiert, diese Information. Warum habe ich eigentlich so lange gewartet? Ich kann die einfach niederrennen. Gefallen, mein Herr. So was brauche ich auch nicht. Brauche keine Banner. Ich habe lieber die kleinen Typ-Einheiten-Symbole. Die Banner sind immer so mächtig und nehmen so viel Platz ein. Die hässlichen kleinen dicken Chaos-Nurgles kommen. Ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden. Ich bin ja gar. An sich bin ich von solchen, boah, starken Mixed-Armeen ja gar nicht so der große Fan. Vor allem mit dem Dämonenprinzen ist es ja noch schlimmer, weil du einfach von allen Chaosgöttern die Einheit theoretisch haben kannst. Warum soll ich keine Außenposten bauen? Chat verwirrt mich. Die Verteidigungen sind gefallen, mein Kommandant. Nun entscheidet ihr über das Schicksal derjenigen hinter diesen Mann. Ich muss sagen, da ich Slaanesh eigentlich besser finde. Von das, was ich bis jetzt gesehen habe an Einheiten. Kannst du auch die großen Anführer, Verpester, Hüter der Geheimnisse auch bei diesem General haben oder nur bei den jeweiligen Götterkampagnen? Das müsste der Chat wahrscheinlich beantworten. Demon Prince. Ich denke mal, dass die speziellen legendären Generäle nicht für den Chaosprinzen sind aus. Oder? Doch, Arak sagt, das geht. Bis jetzt sehe ich nur, dass ich natürlich für die vier unterschiedlichen Götter vier unterschiedliche Kommandanten rekrutieren kann. Also Kommandantenarten. Lass mich mal kurz gucken, was wird gesagt. Wir müssen auf Level 15 leveln.
Die Arten ja, die Anführer nein. Du kannst auf sie, auf die sieben resetten und sie sind die großen Dämonen mit neuen Skillbaum. Gepanzerter Schwanz mit Maul. Erweitert euer Reich, o Herrlichkeit. Zerschmettert diese Provinz. Und eure Rivalen werden auf ewig eure wachsende Macht fürchten. Auch übrigens ganz schön, dass jetzt die Missionen, wenn ich jetzt gerade nicht mit meinem fetten Kopf da im Weg wäre, jetzt hier unten rechts angezeigt werden. Und man halt sich direkt reinklicken kann in die Mission. Kislev's fallen champion. Chaos incarnate. Globale Rekrutierung ist zur Verstärkung eurer Armeen fern eurer Heimat verfügbar, mein Herr. Solche Flexibilität hat jedoch ihren Preis. Baut eure Streitkräfte, wenn möglich, näher an eurer Heimat auf. Barbaren von Slaanesh, schwing's mal wieder Nahkämpfer. Ich hab nämlich einen Mangel an Nahkämpfern in meiner Armee, finde ich jedenfalls. Also normale Infanterie-Nahkämpfer. Kontrolle plus 1 für die lokale Erfolg Provinz. Und Ruhm erwachsen stets aus Geld. Wenn euch die Mittel fehlen, um eure Armeen zu unterhalten, werdet ihr eure Feinde nicht bekriegen können. Versucht, euer Einkommen zu erhöhen. Ich weiß, ich werde mein Einkommen verbessern. Euer Ansehen im Pantheon des Chaos wächst. Und so bieten euch die Mächte der Verderbnis Gaben, die eure Natur verändern können. Mit den Außenposten Überlegt meine ich, dass man damit bei verbündeten Fraktionen, wenn man einen Außenposten gebaut hat, deren Truppen rekrutieren kann. Ach, wer will denn sowas? Benediction from the gods. Crushing all. Minions, bow before your god. You are nothing. So, Chaos-Korruption erhöht die Kontrolle. So. Mein Herr, euer Feind überfällt eure Länder und mordet eure Bevölkerung. Greift zu den Waffen und zahlt ihm seine Sünden heim. Toll. Demon Prince. Wenn ihr euer Reich mal zu eine Stunde, also beziehungsweise eine Runde länger da stehen geblieben. Habt stets ein Auge auf eure Finanzen, um einen Bankrott vorzubeugen. So, du kriegst erstmal Kampftraining. I will drink from your skull. They must die. Quail before your Warum ist das nur ein einzelner Kommandant, der 5 Gold holt. Ein Rivale wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse.
One-Man-Army. Unterstützung ist bereit, falls ihr sie braucht, mein Kommandant. Ihr könnt euch auf sie verlassen. I have a sin. Curious moment. Da nehme ich den Altar hier zuerst auseinander. Kann ich eigentlich hier auch diese Markierung ausmachen? Ja, Auswahlumrisse ausschalten. Das Erweitern der Siedlungsleisten brauche ich nicht. Das reicht, wenn ich darüber gehe und das sehe.